Hi, hier ist Max und hier ist kein Linkenheimer Gespräch, sondern eine Bitte an euch. Und Hirat, du hast die Bitte auch, oder? Natürlich. Denn es geht um ein Projekt, das wir beide seit 11,5 Jahren verfolgen. Und das ist Hastings und Gray, ja, unsere Hörspielserie, die jetzt demnächst die 8. Folge veröffentlicht, die 8. reguläre. Wir haben aber noch so viele andere. Insgesamt sind es, glaube ich, wenn man alles berechnet, über 20 Folgen, die wir seit 2008 einfach angegangen sind und immer begleitet haben. Und wir haben einfach eine Bitte an euch, Hirat. Was ist unsere Bitte? Schickt uns eure Fragen. Immer her damit. Was interessiert euch? Was wolltet ihr schon immer mal wissen über Hastings und Gray oder über Max und mich? Inhaltlich oder vielleicht sogar persönlich oder was auch immer. Schickt uns eure Fragen. Haut rein, seid interessiert und wir sind natürlich gewillt, alle so weit wie möglich zu beantworten. Oder Max? Richtig, soweit es Sinn gibt. Wir haben es natürlich auch schon ein bisschen überlegt. Manchmal kriege ich ja auch schon Fragen zugesandt, per Mail oder so. Aber wir werden, das ist der Hintergrund, ein Linkenheimer Gespräch machen, komplett über Hastings und Gray. Das ist geplant für, glaube ich, was hatten wir gesagt, eine Woche vor Weihnachten? Ja, richtig, so als Weihnachtsschmankerl. Genau, ja. Hastings Gray, komischerweise verbinde ich damit immer irgendwie was Weihnachtliches, obwohl es überhaupt nicht weihnachtlich ist. Aber irgendwie hat es für mich immer auch was, ja. Vielleicht weil es so gemütlich ist. Hörspiele sind ja ein bisschen so Kekse und Kram und Tee oder Kakao. Also haut uns eure Fragen rein, am besten unten direkt in die Kommentare. Wir werden natürlich aber auch Fragen, die ich früher bekommen habe, kompilieren. Und kann auch durchaus sein, dass es eine richtig, richtig lange Folge wird, wo wir auf alles eingehen wollen, was uns in diesen 11,5 Jahren begegnet ist, wie wir angefangen haben, bis zu dem, wie es vielleicht auch weitergehen wird mit Hastings und Gray. Denn ein paar Sachen, kann ich jetzt schon sagen, werden sich auch jetzt ändern nach der Folge 9 dann. Wie gesagt, wenn ihr wollt, einfach unten reinschreiben und wir werden versuchen, auf alles, soweit wir können, einzugehen. Bye, bye. Ganz genau. Macht's gut. Dankeschön, ciao. Tschüss.